Typ macht Kohlrouladen aus der Dose. Hallo, ja, Freunde, ich hab bescheuert. Marzahn zu meiner Kochshow. Ey, ich hab alles erlebt. Ey, heute hab ich alles erlebt, ohne Witz. Ey, danke, lieber Gott, danke. Das ist trotz dieser scheiß Situation im Krieg und so doch noch Momente gibt, wo ich lachen kann. Marzahner Küche. Wir wollen heute mal traditionelle Marzahner Gerichte für euch kochen. Heute gibt es Kohlroulade mit Kartoffeln. Du denkst dir jetzt so, es gibt Kohlroulade mit Kartoffeln. Er macht jetzt eine professionelle Kohlroulade. Und wir wissen einfach, der macht Dosenfressen. Der ist so gut einfach. Der gibt sich ja richtig Mühe. Er macht so ein Intro dafür niemals. Ja, bei den Marzahner Kohlrouladen mit Kartoffeln fangen wir natürlich jetzt erstmal an. Ist das Mario-Musik im Hintergrund? Was ist für Musik? Zu schälen. Und dafür haben wir diesmal eine exquisite Süßkartoffel ausgesucht. Und da nehmen wir natürlich den Schäler. Junge, das muss ja auch noch jemand filmen. Das filmt ja auch noch jemand. Das heißt, es muss jemand dahinter sein, der sagt, ey, das ist ein gutes Video. Das wird's. Klar, das geht am einfachsten. Und dann nehmen wir die Kartoffeln. Junge, wie geil. Schälen erstmal die Rinde ab. Schön drauf achten, dass die... Ja, der hat die Mario Kart Musik drin. Der will mich verarschen. Warum beschmutzt der diese Musik? Kartoffel vollständig von der Schale befreit wird. Und wie ihr natürlich wisst, Kartoffelschalen schmecken nicht mehr. Weil wir wollen ja natürlich den puren Geschmack haben. Danke, dass du sagst. Ich wollte mir jetzt gerade schon wie ein Hase die Kartoffelschalen mir ins Maul stopfen. Dankeschön, Gunnar. Solche Stellen sehen, ne? Die tun wir dann auch nochmal mit dem Schäler drüber. Sieht natürlich auch nicht so schön aus. Das Gute ist auch für so eine Kochshow, dass man den Platz immer extrem gut aufräumt und man sich ein gutes Arbeitsfeld schafft. Und das hat er hier nochmal unter Beweis gestellt. Finde ich sehr gut. Ja. Auch der abgeranzte Wasserkocher, wo schon das Kondenswasser 10 Jahre lang hier runterläuft. Der ist auch gut. Frank Toftum, moin moin. Dann gehen wir einfach nochmal drüber und weg ist es. Ja, und dann haben wir hier eine schöne... Junge, mich triggert schon, dass der den Fencheltee, dass er den verkehrt rum draufstehen hat. Junge, wenn es schon bei dir so scheiße aussieht, Gunnar, ja, dann bitte einfach richtig rum. Das triggert doch, wenn du reinguckst und da siehst du, dass die Verpackung verkehrt rum ist. Rosa. Was ist das für eine Kartoffel? Die ist orange. Was ist das? Was hat er gemacht? Die ist einfach orange. Gelbe Süßkartoffel. Das sieht doch schon herrlich aus, liebe Freunde. Hier nochmal schnell den weg. Das ist nicht so schlimm, lieber was. Ich muss einfach nur ganz kurz, ich muss den Titel umändern. Ne? Das geht ja jetzt nicht mehr um Saschka. AfD-Politiker macht sich zum Löffel und kocht Dosenfutter. Ist auch geil, ey. Was mehr weg wie zu wenig. Ja, und dann haben wir hier eine leckere, schöne Kartoffel. Und dann tun wir diese schöne Kartoffel hier auf diese Schale. Mach keinen Mist. Die Kartoffel dann in kleine Stücke ganz vorsichtig schneiden. Mach jetzt keinen Mist. Schneiden wir das Ganze nochmal. Was sind denn das hier auch für Riesenkartoffeln? Längs durch. Eine sehr schöne Kartoffel. Darauf achten, dass beide Hälften schön gleichmäßige Stückchen geschnitten sind. Denn ihr wisst ja, beim Kochen, wenn manche Stücke größer sind und andere Stücke kleiner sind, dann ist Frank, das halt, nicht zur gleichen Zeit gar. Ja, jetzt haben wir hier den Topf mit Wasser. Wir wollen natürlich echte Salz. Ey, bei denen sieht es so bescheiden aus. Holy fuck, dass das sich nicht schämt. Junge, wenn ich eine Kochshow mache, ey, dann hier sind 20.000 Beutel. Hier drüben steht das Nutella-Glas. Der hat nicht mal irgendeinen Schrank, wo er irgendwas einräumt, ja. Das ist ja furchtbar. Hier Kakao trinkt, hier sind irgendwelche Nudelschachteln. Junge, bei dem sieht's aus. Ey, da ist vielleicht die Bombe eingeschlagen. Das ist ja traurig. Süßkartoffeln machen. Auf Arbeit, er ist auf Arbeit. Darum haben wir hier echtes Natur-Jod-Seesalz, was wir benutzen. Ja, Hassler, ist er. Dann nehmen wir unsere Kartoffelwürfelchen. Klassischer AfD-Politiker. In den Topf mit dem Salzwasser rein. Ganz vorsichtig, sachte reinschieben. Dass nicht zu viel Salzwasser rausspritzt. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen. Junge, ey, das hypnotisiert mich. Guck mal bitte hier drauf auf den Bauch. Alter, guck mal, der macht Hypnose Alter, der macht übelste Hypnose. Guckt euch das mal bitte an. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten.
jetzt kommen wir zu unserer Kohlroulade. Alter, übelste Hypnose, was hat er hier gemacht? Das ist so ein Special Effect in seinem Video, oder? Guckt euch das an. Jetzt kommen wir. Einfach brrr. Junge, der zieht ja richtig durch. Was ist los bei Ihnen? Der hat bestimmt ans Stromkabel gefasst dabei. Zu unserer Kohlroulade. Darfst nicht reinschauen, ja? Sonst wirst du AfD-Mitglied. Regionale Marzahner Küche. Keine Kohlroulade. Das ist so geil. Einfach Kohlroulade. Ja, und jetzt kommen wir aus der Dose. Zu den wichtigsten. Bitte achten. Ey, imagine, er würde das jetzt im Wasserkocher machen. Leute, überlegt euch das mal. Stellt euch jetzt mal vor, jetzt auf ernste Basis. Er macht es nicht in dem Topf, er macht es in einem Wasserkocher. Stellt euch das mal vor. Er schmeißt die Kohlroulade in den Wasserkocher und macht den Wasserkocher an. Das wäre das Highlight des Tages. Doch, das wäre das Highlight. Das wäre so geil. Vorsichtig, behutsam aufzumachen. Das geht mit einem kleinen Klick mit zwei Fingern. Mach es, Bruder, bitte! Dazu benutzen, dann mit dem Zeigefinger in diese Lasche greifen und den Deckel abziehen. Schneide dich nicht, Gunnar. Wenn Sie das nicht machen, besteht nämlich die Gefahr, dass Sie sich verletzen können. Ja, der meint das ernst, dieses Tutorial meint er einfach ernst. Wenn Sie das nicht tun, dann besteht die Gefahr, dass sie sich schneiden können. Ach so, wenn sie Messer in der Hand nehmen und sich über die Hand streifen, dann besteht die Gefahr, dass sie sich schneiden können. Deswegen machen sie es lieber nicht. Danke, Gunnar, danke. Ja, ich denke, das ist an seine AfD-Kollegen gerichtet, ja, weil die einen IQ von 5 haben und das nicht checken, wie eine Dose zu öffnen ist. Ich bin natürlich einen speziellen Topf für die Kohlroulade. Junge, das ist so geil. Nehmen wir die Dose ganz vorsichtig. Ach, scheiße, er macht es im Topf. Und dann ganz langsam lassen wir den Saft abtropfen. Ist ja dumm. Und schütten. Du musst die Dose direkt. Das muss direkt scheppern. Dann die Kohlroulade. Alter, das sieht so räudisch aus. So geil. Ja, die Kartoffeln kochen jetzt schon seit 4 Minuten. Und jetzt wollen wir natürlich auch unsere Kohlroulade. Das kann er nicht ernst meinen, ey. Ich find's auch gut, dass er regelmäßig seine Herdplatte putzt und so. Sieht gut aus. Sieht gut. Kochen bringen und stellen die natürlich hier auf den Herd. Das geht am besten, wenn wir das langsam erhitzen, langsam erwärmen. Sieht aus wie Katzenfutter. Auf der höchsten Stufe verbrennen. Darum bitte auf kleine Stufe stellen. Ja, übrigens, Sie brauchen keine Hightech-Küche, wie ich sie hier habe. Sie können das auch in einer ganz normalen Küche nachkochen. Auch auf dem Gasherd lässt sich das nachkochen. Also keine Sorge, wenn sie nicht so modern ausgestattet sind wie hier bei mir in meiner Küche, dann... Hey, der lacht nicht mal! Der lacht nicht mal dabei! Ich hoffe nicht, dass das ernst meint, ja? Ich kann mir aber vorstellen, dass der noch im 18. Jahrhundert lebt oder so und sagt, das ist jetzt Hightech, das ist eine moderne Küche. Nee, das kann er nicht ernst meinen. Der nimmt sein ganzes Video ernst. Ey, wenn der das wirklich ernst meint, ja? Dann bei mir ist schon so aus, ja? Das ist ja so geil, ey. Junge, er hat einfach, guckt euch die Hightech-Küche an. Achtung, liebe Freunde. Alter. Brutal. Alter, überlegt euch mal, der hat ja auch einfach so Schalter, die kann er so umdrehen und dann wird so eine Platte einfach heiß. Der muss nicht mal mit Feuer anmachen, holy shit. Du bist aber auch der beste Mensch, ohne Witz. Ja, übrigens, sie brauchen eine Hightech-Küche, wie ich sie hier habe. Sie können das auch in einer ganz normalen Küche nachkochen. Auch auf dem Gasherd lässt sich das nachkochen. Also keine Sorge, wenn Sie nicht so modern ausgestattet sind wie hier bei mir in meiner Küche, dann ist das kein Problem. Der meint das ernst. Funktioniert auch. Ich sag euch, der meint das ernst. Der lacht nicht dabei. Der hat sich kein Mundwinkel bewegt. Ich dachte, der joked rum, aber der meint es ernst. Auf jedem anderen Herd. Ja, kochen ist natürlich auch anstrengend. Klar, nee, ist nicht aber ernst. Wir wollen ja auch was Vernünftiges für euch. Bei ihm ist Kochen wahrscheinlich... Warte, pass auf. Pass auf, Kochen ist für ihn anstrengend, weil er immer, wenn er den Deckel so aufmacht und die ganze Hitze ersteigt, auf einmal hat er so Schweiß im Gesicht. Und deswegen ist das für ihn anstrengend, so, weil er die ganze Zeit mit dem Kopf an der Kohlroulade so rumleckt, so, weißt du? Der lutscht immer so ein bisschen an der Kohlroulade, währenddessen die köchelt. Euch zubereiten. Ja, und... kann man nicht ernst meinen, Leute, das geht nicht. Kartoffeln abgießen, dafür brauchen wir ein entsprechendes Netz. Jetzt richten wir das Ganze an. Das ist Netz, Leute, übrigens. Das ist Netz. Pass auf, warte, ich zeige euch mal das Netz. Netz. Hier haben wir ein klassisches Küchennetz, ja.
Jammernetz praktisch. Ja, das hat er uns jetzt praktisch wieder mal gezeigt, dass wir hier mit dem Netz hantieren. Unseren Teller und tun die Kartoffeln vorsichtig auf dem Teller. Dann als nächstes nehmen wir unsere echte Marzahn-Apfelroulade vermehrt. Vorsichtig. Junge, ey, die armen Marzahner, die wirklich gute Kohlrouladen herstellen. Und er macht einfach ein Tutorial über Marzahner-Kohlrouladen und die Kohlrouladen sind aus der Dose. Der will doch jeden hier gerade ficken, ohne Witz. Ohne Scheiß, das ist doch absolut genial, der Typ. Die Marzahner-Kohlroulade auf den Teller. Drapieren die Suppe. Drapieren die Suppe. Der Kohlroulade. Freunde, das Auge ist natürlich mit. Darum nehmen wir echte Kräuter der Provence. Doch, Rentchen, der Typ ist übel unsympathisch. Ich muss nur auf Twitter gucken. Wir wollen ja nicht sparen und verstreuen dann die Kräuter so ein wenig über die Salz-Süßkartoffeln. Das Auge ist mit, Leute, ja. Und über die, die guckt echt die Kohlroulade an, ey. Das zieht mir alles zusammen. Alter. Junge, was ist das? Das sieht einfach aus wie Scheiße und auf der Scheiße ist einfach irgendeine Masse. Ja, das ist so widerlich. Warum? Warum macht man die Kohlroulade? Warum aus der Dose? Junge, ohne Witz, der hat aus dieser Dose eine richtige Kackwurst rausgehauen einfach und das frisst der jetzt. Das ist so geil. Die Kohlroulade kann man auch ein paar Kräuter verstreuen. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder Scheiße. Fertig. Das ist die Original-Marzahner. Wie der hat einfach irgendwie Getreide hier drauf gehauen, irgendwie Heu, ja. Ich stell dir vor, jedes Essen bei dem wird so. Das sieht aus wie Kürbis, das sieht nicht mal aus wie Kartoffeln, was los? Mit salzigen Süßkartoffeln, ein traditionelles Gericht aus Marzahn. Ich wünsche Ihnen guten Appetit, liebe Freunde. Ich meine das safe ernst. Und denken Sie daran, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, dann gibt es wieder ein tolles Gericht. Ja, dieses Hemd macht mich krank, ne? Ich werde kopfkrank, wenn ich das sehe. Aus Gunnars Kochstudio, nach der Original. Zehner, wenn du das nachkochst. Vielen Dank. Mach ich, Bruder. Das soll aber aufhören, die Mario Kart Musik im Hintergrund zu nutzen. Das macht mich wahnsinnig.